Flo? Warte. Hm. Ich würde die Mirror Entity behalten. Ah, ja. Wow. Dann spielt er einfach seine legendäre Karte. Er droppt jetzt erstmal den Tyrion. Ich glaube, der Kerl ist AFK. Nee, jetzt macht er was. Habt ihr eigentlich schon mal die neue Paladin Legendary gesehen? Nee. So in Aktion. Nee, hab ich noch nicht. Die 1-7 für 5 Mana oder so. Und es bekommt plus 1 Stärke, immer wenn ein Viech von dir stirbt, während er auf der Hand ist. Ja, das ist auch eklig. Wenn er einfach dieses Viech am Anfang auf der Hand hält und dann irgendwann später so das in die 17-7 Viech droppt oder so. Das ist... Ja. Ja, du musst einfach dann diese Karte haben, dass du diese Karte, ja, klar. Dinger bekommst. So. Lel. Dann die droppt den Brewmaster Go. Jetzt will er den Shit erstmal traden, schätze ich. Das ist einfach die ersten beiden Runden, wo einfach Battle Cries missachtet werden. You what, mate? Es ist einfach Mate mit M und 9. Oh, baby. Wer tradet so, dann kann ich ja eigentlich auch. Ah, nee. Du kannst nicht. Du kannst. Jo, wenn du jetzt angreifst und eine Mirror Entity spielst, dann kriegst du wahrscheinlich ein 2-1 Viech. Dann kann ich dem auch Spott geben und ihm ins Gesicht klatschen. Das kannst du machen, ja. Shields up. Ah, das ist das mit dem Scheiß. Ach nee, stimmt. Das geht ja beim Gesicht auch. Oh, hässlich. Ja, aber ist okay, ist besser als wenn du ein Dings gekriegt hättest. Das Viech ja. Als Mirror Entity. Ich filme den Shit einfach gut, das ist nur gekuschelt und rülpst und husten im Hintergrund. Oh, ich hab das Wort schon, Alter. Oh, Alter, fast Verschlägung. Ja, entschuldige dich bei Venus 2 Zuschauern. Oh, nein, ich will nur gucken, was ich bei Sony Vegas für Renderqualität rauskriege und alles. Den lässt ihr dann trotzdem auf YouTube hoch, oder? Ja, ich werde es halt hochladen auf meinen privaten Channel und dann mal gucken. Mir geht's ja nicht darum, dass ich irgendwie. Abonnenten bekommen oder so. Yo, what? Okay. Das kannst du sein Viech. Den Yeti. Ich weiß nicht. Ich würde sein Viech killen. Nee, drop die Mirror Entity und kill sein Vieh. Ja. Der Spieler das 2er Viech aus, das 1-1 Viech aus. Es ist gegen Paladin echt hässlich. Oh, okay. Okay, eine Neutron zu klauen ist aber gar nicht so schlecht. Naja. Es ist einfach so bitter. Och, das ist schon cool. Weil jetzt kannst du. Drop erstmal das Gottesschild. Mit Fireball. Hm. Soll ich erstmal Karten ziehen? Also, wenn du kannst entweder den 1-1 Typen killen und einen Yeti droppen, oder du kannst Mirror Entity und Karten ziehen. Ja, dann mach nur ein Go. Ich könnte jetzt aber auch den linken des Gottesschild wegmachen, mit dem Frostbolt den kaputt machen und das 1-1 wie ich mit nein, dem das kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Doch. Kannst du nicht? Du hast, du hast nur 3 Mana. Ah. Und greif dich an. Da greift dich selbst an, genau. Ja, greift dich selbst an.
Ich spiele einfach den Mad Bomber. So hat er noch nicht genug Mana, dass er irgendwas sinnvoll mit seiner Waffe machen könnte. Und er kann dann mal kaputt hauen, aber ich meine. Ah, das kann man nicht machen. Aber gut, man. Es kloppt er ihn wahrscheinlich dann kaputt. Ja und trotzdem. Hier Schaden. Und irgendwas gibt eher kaputt. Boah, ich kann jetzt den Mad Bomber und die und das Flak. Und die kennen. Ja. Oder den Frostball, die nachdem er spielt zuerst mit der Bomber. Alter, ich sag, der Bomber wird einfach so Zucker und alles einfach. Ich sag, es geht aber full face, ob es angeht. Oh, da ist der erste. Zucker. Oh. Zucker! Okay. Ja, der macht Frostball so. Ja. Das war einfach so assi. Das ist einfach der Männerbomber, der einfach so heimgeht. Oh mein Gott. Ich spiele eine Schnappschildkröte. Der hat blauen Karten im Hintergrund, was glaubst du eigentlich? In der Bobo. Ich hab auch einen blauen runter. Karten im Hintergrund. Jedi und Dings? Oder? Oh, lass mir überlegen. Für Jedi und Kodo. Oder den? Ich würde die Dangling Mechanik spielen. Als erstes. Okay, das ist schon mal nicht das Secret, ja, dann spielen Yeti. Nein, das ist das Secret. Tötet zuerst das eine Viech, oder? Das Einser. Ja, hau weg, gescheißen. Nein, spiel Yeti, greif ihn zuerst mal an. Greif ihn erst mal an. Ja, das ist in Deckung. Okay, dann spielen Yeti. Dann ist es das mit den plus 3, plus 2, wenn ein Viech von ihm stirbt. Oder vielleicht, dass es mit einem Leben wiederbelebt wird. Das könnte auch sein. Oder das könnte auch sein, ja. Das ist einfach so. Kill den plus 1, kill den 1-1 Typen. Ja, mach ich das nächstes Mal. Das scared mich überhaupt gar nicht eigentlich. Kackspaß. Kackspaß. Okay, dann ist es das schon mal nicht. So, nee, doch, das geht nur. Okay. Ach, stimmt, das geht in dem eigenen Zug nicht richtig, genau. Ja, mal Flame kennen. Ich töte, wenn dann zuerst das Viech. Ja, geh mit dem einen Drachen da rein, dann Fireball. Ja, stimmt, und dann Fireblast und dann. Noch nicht spielen, noch nicht Flame kennen spielen. Genau, das ist nicht das. Ach, ist das Secret, okay. Oh, Baby. Ja, es sind 4 und 4. Ja. Ja. Das raus, du spielst ja halt noch ein Viech und machst die Eislands, oder? Nee, okay, so geht's auch. Ja, ich kann ihn jetzt noch eins Eislands. Nein, jetzt geht's. Nein. Wenn du gemacht hast. Wir spielen ihn toll, Leute, und greif ihn an. Das sind einfach diese Lastentiere aus Star Wars. Oder nein, aus. Wie heißt der Film mit den blauen Vieren? Avatar. Diese Flugkraniche, auf denen sie dann geritten sind. Ja, stimmt. Aber irgendwie sind die Viecher hässlicher. Und die haben sogar eine Brille auf. Wieso haben die eine Brille? What the fuck? Okay. Soll ich einfach. Oh. Spiel den Chugger. Schieß den Kleinen ab und geh ins Gesicht. Das ist einfach, finde ich, ist geil. Das hört sich so an. Ist er tot, wenn er. Rage gegen Paladin ist einfach so ein Disrespekt vor dem Leben. Das ist so. Jede Runde kommt ein neuer Typ Instant an und doch. Jede Runde wird den da abgeknallt. Okay, das ist hässlich. Das ist hässlich, ja. Aber das ist auch hässlich. Aber zum Glück hast du hier deinen Snowchugger. Und okay, gehen wir jetzt an den Frostwolf killst. Und was zieh ich? Nichts, weil der Typ seinen Zug nicht beendet. Boah, das ist nice. Ja, dann Chugger Suicide. Und. Soll ich das Vieh auch noch töten hier? Ja. Nein, warum? Ja, jetzt mach, aber. Den Frostwolf.
What you want? Soll ich den auch mal spielen? Nein, weil dann hast du den Grunt gewastet. Cockhammer. Das ist der Cockhammer. Oh, please. Drink with me, friend. Oh, shit. Okay. Honey, wer ist gerade verloren? Ich zieh jetzt das Sheep, Alter. Top 6. Dann okay. Ich mal einmal und hat Honey verloren. Ja, ich spiel alles, ganz im Ernst. Jetzt wissen wir auch, warum der Paladin mit dem Kegel-Stack schon bei 6 Wins ist, oder? Oder bei 5 Wins. Digga, warum ist denn da kein Bronn auf Bro? Er hat den fucking Ragnar raus, holy Mama. Okay, das war. Komm bitte, geh auf. Komm, jetzt macht er den. Jetzt geht es. Komm, schieß auf den Helden und dann zieh ich ihn. Dann Feuerball. Das ist hilarious, Alter. Oh, schade, okay. Ach, Mann! Ganz im Ernst, werf ihm den Feuerball ins Gesicht und gib auf. Das ist doch. Nee, warte. Ping den Ragnaros und kill ihn. Noch gar nicht so. Stimmt, ja, noch bist du nicht ganz im Arsch. Das sind noch 6, 7 Damage müsste jetzt. Das ist halt der Grund, warum du einen Pyroblast bräuchtest. Ja, dass du jetzt halt einfach ihn kriegen könntest. 10 Damage ins Face, oder? Alter, der Typ hat den Benis von 8950 und sein Rang ist einfach eine Schwuchtel. Alter! Oh, Baby. There it is, boys. Mal schauen, vielleicht checkt er nicht, dass das Viech gar kein Taunt hat. Ich glaube, er hat's gecheckt. Oh, das wäre so geil gewesen. Wieso muss das auf den. Oh. 50% Chance. Andy getting wrecked by RNG, oder? Der Typ,